Servus, moin moin und herzlich willkommen bei Gips und Tom. Sendung 9 steht an mit folgenden Themen. Sendung 9 steht an, liebe Pro-Gamer. Was erwartet euch heute in der ersten Sendung in 2012? Das erfahrt ihr von mir und jetzt geht's los. Als erstes startet Dennis durch mit Uncharted 3. Kann der PS3-Exklusivtitel mit den anderen Teilen der Serie mithalten? Rüber geht's zu meiner Review zu Call of Duty Modern Warfare 3. Ist der dritte Teil der heiß begehrten Shooter-Saga wirklich so, wie alle es hoffen? Als nächstes versucht Dennis als dunkler Ritter verkleidet wieder mal die Welt vor den Bösen zu retten. Schockierend und spannend geht's weiter mit der Infamous 2 Review meinerseits. Kann das PS3-Exklusivtitel, ein zweiter in dieser Sendung, wirklich so gut mithalten wie der technisch kritisierte Vorgänger? Und zu guter Letzt haben wir für euch eine Call of Duty Modern Warfare 3 Spec Ops Mission für euch durchgezockt als Multiplayer-Part und wir wünschen natürlich viel Spaß wieder bei dieser Sendung. Nach der Vorschau geht's direkt los mit der allerersten Review und zwar handelt es sich um das Spiel von den Machern, die sich gerne als geile Hunde nennen. Naughty Dog ist auf dem Plan mit Uncharted 3. Wie viel Spaß der Dennis hatte bezüglich der Schatzsuche und Rumgerenne in geiler Grafik, das seht ihr wohl jetzt. Nathan Drake, der Mann, den wir im Laufe der letzten Jahre in unser Herz geschlossen haben, während Lara Croft leider immer weiter abrutscht. Uncharted 2 war ein Meilenstein, doch konnte der dritte Teil uns genauso überzeugen? Der neueste Ableger beginnt mit einem Handel über ein altes Relikt, das schon seit Jahren in Nathans Besitz ist. Der Ring von Francis Drake. Wir werden direkt in den Handel geworfen und müssen feststellen, dass dieser alles andere als gut verläuft und somit direkt eine Auseinandersetzung entsteht, die wir natürlich auch sofort bewältigen können. Eine Hetzjagd nach dem Artefakt entsteht und es zeigt sich, dass dort noch viel mehr hintersteckt als anfangs angenommen. Das Atlantis der Wüste soll wirklich existieren. Eine Stadt aus Gold und unvorhersehbaren Reichtümern. Jeder, der ein Indiana Jones Fan ist, wird bei so einer Story direkt hellhörig und freut sich aufs Game. So war es bei mir auch. Ich wollte mich einfach nur direkt ins Abenteuer stürzen. Das macht Uncharted einen aber auch sehr leicht und so dauert es nur ein paar Minuten, dank gleichem Gameplay und Steuerung, bis man wieder mittendrin ist, im Uncharted-Fieber. Die Grafik ist sehr gut, wie nicht anders erwartet, und die Schauplätze gut ausgewählt und abweichend von den Vorgängern. Während man dort noch im Schneegebirge oder im tiefsten Dschungel nach Schätzen suchte, wird es im dritten Ableger etwas heißer. Vom düsteren London über Frankreich oder einem Schiffswrack bis hin zur Wüste ist alles dabei, was ein Abenteurerherz höher schlagen lässt. Ein fader Beigeschmack allerdings bleibt. So perfekt Uncharted 3 auch sein mag, so viel kommt einem schon aus den Vorgängern bekannt vor. Um die gescripteten Szenen oder die überraschenden Wendungen nun mal als Beispiel zu nennen. Gefesselt ist man aber dennoch wie eh und je. Wäre dieses Mini-Manko nicht immer anwesend während des Zockens gewesen, würde ich dem Spiel die höchste Wertung verleihen. Aber dem ist leider nicht so. Dennoch ist es ein sehr gutes Spiel und absolut kein Fehlkauf für Uncharted-Fans. Nathan Drake ist und bleibt vorerst der Schatzsucher unserer Zeit. I wouldn't ask for-
Nachsuche gehen wir jetzt weiter zur Informationssuche. So heißt nämlich, oder ist eine der Trophies bei Call of Duty Modern Warfare 3. Muss man nicht unbedingt machen, aber kann man. Für die Trophy-Hunter unter euch. Braucht man nicht. Ja, Thomas hat zu euch gezockt und das Ende der Trilogie wird nun angeläutet, hoffentlich. Und ja, wie viel Action und Popcorn-Kino in dem dritten Teil steckt, das seht ihr jetzt. Ja. Ein neues Jahr, ein neues Call of Duty. Wieder einmal schickt uns Infinity Ward sowie Sledgehammer Games in die dritte und hoffentlich auch finale Runde im Modern Warfare-Universum. Das heiß erwartete Game aus dem Jahre 2012 drängelte sich, was Vorverkaufszahlen angeht, sowie auf der Zeile Nominierungen auf Platz 1 der Charts. Doch was steckt hinter diesem neuesten Ableger? Können die Entwickler das Feeling aus Teil 1 und 2 wieder auferleben lassen und das Spiel zu einem würdigen Abschluss bringen? Nahtlos geht die Trilogie weiter und knüpft am Ende des zweiten Teils an. Price und Soap sind auf der Flucht und versuchen, den wahren Drahtzieher des Dritten Weltkriegs, Makarov, hieb- und stichfest zu machen, sowie auch dadurch ihren Namen reinzuwaschen. Wie üblich wird dem Spieler eine actiongeladene Kampagne präsentiert, welche man in mehreren Perspektiven erleben darf. Man kämpft an vorderster Front als Frost oder rennt unter anderem als Yuri zusammen mit Soap in einem erbitterten Kampf um die Wahrheit. Der Spieler wird auf vielen verschiedenen Orten der Welt in den Kampf gezogen. Es herrscht der übliche Gameplay-Stoff, indem man während des Verlaufs im Spiel mit einem Hubschrauber fliegt, ein irgendwo montiertes Geschütz bedient oder eine versteckte Sniper-Mission bestreitet. Die Technik bringt leider nichts mehr Neues, was den Singleplayer angeht. Die Handlung im Spiel ist selbst die größte einzige Innovation des Einzelspielers. Das Game läuft weiterhin auf derselben Engine wie Modern Warfare 2, aber welche gründlich erneuert sein sollte. Diese Neuerungen sind so gut versteckt, dass sie kaum einer zu Gesicht bekommt. Die knallharten Pro-Gamer unter uns, die wirklich jedes Spiel auf höchster Schwierigkeit meistern wollen, beim allerersten Durchgang werden eventuell enttäuscht sein, weil der Schwierigkeitsgrad des Spiels nicht so hoch ist und sich dann eher als Herausforderungen wie World at War oder Black Ops wenden sollten, wenn sie was zu tun haben wollen. Das Sammeln von Informationspaketen dient wiederum nicht storyrelevant und nur noch für die Trophies und Achievements-Bewältigung. Von all den Singleplayer-Stoff lassen sich die Leute jedoch nicht abschrecken und so 75% aller Call of Duty-Spieler konzentrieren sich sowieso nur auf den Multiplayer-Part und dazu komme ich jetzt. Beim Release von Modern Warfare 3 sah es so aus, als ob sich einige Leute Gedanken gemacht hätten, um das Spielerlebnis beim Zocken deutlich zu verbessern. Die Waffenauswahl ist gestiegen, Attachments werden nun durch Erfahrungspunkte einer Waffe selbst freigeschaltet, es gibt neue Perks und Killstreaks und die Killstreaks wurden sogar noch in drei Kategorien unterteilt, in Attack, Support und Specialist. Wobei man zum Beispiel bei Attack einen Heli oder ultimativ ein Geschütz eines Ospreys bedient oder als Supporter einen EMP oder Stealth-Bomber aufs Feld jagt und bei einer 7er Killstreak bekommt man beim Specialist alle Perks im Game auf dem Pro-Level. Das sind großartig die Neuerungen in diesem Multiplayer-Part. Wenn man gut ist, bekommt man bei mindestens 24 Kills am Stück eine Morph, welche die Nuke aus Modern Warfare 2 ersetzt, aber das Game nicht beendet. Man killt alle noch lebenden Spieler des Gegnerteams, es kommt ein nerviger Farbfilter und ein EMP-Effekt wird ebenfalls ausgelöst. Was gefällt eigentlich an Modern Warfare 3? Durchs unnötige Patchen ist das Spiel im Moment unspielbar geworden, wobei das Spawn-System einer der nervigsten Elemente des Spiels ist, da es vorkommt, dass Gegner vor, neben oder auch ständig hinter einen spawnen. Dies führt unmittelbar zu einem großen Frustaufstieg und dazu kommen noch diverse Meinungen um das Balancing der Waffen und das mögliche Messen auf 10 Meter Entfernung. Der Spec Ops Modus feiert seine Rückkehr mit diversen Missionen und Aufträgen, sowie kommt auch ein Survival-ähnlicher Spielmodus, der sogenannte Spec Ops Modus, auf den Plan. Beim Spec Ops Modus ist es möglich, mit einem Compadre zusammen in eine unbestimmte Anzahl an Wellen an Gegnern standzuhalten. Für 70 Euronen haben Spieler am Release-Tag ein wirklich schlechtes Call of Duty Modern Warfare 2.5 bekommen. Nach 6 Tagen Multiplayer-Spielerzeit ist einfach die Luft aus dem Ballon entwichen, wobei man ständig durch wirklich nachgewiesene, unglaubliche Art getötet wird, wenn man vom Punkt A auf der Map vom Wurfmesser getötet wird, welches vom Punkt Z kommt. Oder die Tatsache, dass beim Support-Killstreak der Zähler trotzdem steigt, obwohl man stirbt. Das heißt, man kann die höchste Killstreak-Belohnung buchen, auch wenn man 80 Milliarden Mal gestorben ist. Und damit beginnt das Game mit Stealth-Bomber und Vollspam. Da bleibt einfach nur noch die Hoffnung, dass die Server von Modern Warfare 2, Black Ops und World at War noch lange offen bleiben und Treyarch mit Black Ops 2 das Vertrauen in einige Spieler zurückgewinnen kann. Es gab gute Momente und auch nur wirklich nervende Spielsitzungen, aber zum Fazit ist Call of Duty Modern Warfare 3 im Vergleich zu Modern Warfare 2 wie in der Mikrowelle aufgetaute Fischstäbchen. Sieht gut aus, schmeckt aber nicht. Und man kann meiner Meinung nach nichts mit Black Ops gleichziehen und man sollte deswegen immer auf Schwarz setzen.
Denn hohe Verkaufszahlen alleine machen noch kein gutes Spiel aus. Die Werbung, jedes Mal dabei, diesmal mit offiziellen Gameplay-Trailer. Kurze Unterbrechung. Trailer zu upcoming Games. Zu den hochlaufenden Spielen. Auf geht's. My personal view on the terrorists is that they are disgusting, degrading, and generally nauseating. The worst of them is Dante. He has a history of physical violence and is a known sexual deviant. The whole world is looking for you. Every camera, on every street corner, every police force in the country and worldwide. Demon's dumb. Picked a bad day for a hangover. We will destroy you. It's only a matter of time. Sweet. I'm dead. Just like your mother. Poor mother. I don't know my mother, but if you're calling me a son of a bitch, you wouldn't be the first. This is Bob Barbas of the Raptor News Network. Just doing God's work. Hey, Bob, put a spin on this. Werbung ist zu Ende. Der Werbeblock wird gekürzt. Das Budget ist zu knapp, aber die Produzenten haben nichts mehr zu sagen. Welches Spiel haben wir jetzt gerade? Genau. Folgendes Szenario. Es ist dunkel. Es ist dunkel. Mach einfach weiter. Stimmt. Es ist dunkel. Es ist immer noch dunkel. Jetzt ist es zu dunkel. Jetzt ist es wieder. Egal. Es ist dunkel. Gewalt, Verbrechen, Kriminalität. Und irgendwo auf den Dächern. Und in einem schwarzen Mobil fährt der einsame Rächer, der legendäre schwarze Ritter. Um den Bedürftigen und Unschuldigen zu helfen. Die Rede ist von Batman Arkham City. Die Spielwelt ist erneuert worden. Und ich würde einfach mal sagen, wartet aufs Bettzeichen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hey yo, here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gonna stop. We gonna turn it out till it gets too hot. Everybody sing hey yo, tell them turn it up till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo, here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gonna stop. We gonna turn it out till it gets too hot. Everybody sing hey. Der dunkle Ritter ist zurück. Endlich.
Nach 2 Jahren feiert Batman mit Arkham City nun sein Comeback nach dem mehrmals ausgezeichneten Arkham Asylum von Rocksteady Games. Arkham Asylum war für mich damals schon das 9+Ultra eines Batman-Games, also habe ich auch dementsprechend viel vom Nachfolger erwartet. Und ich wurde nicht enttäuscht. Storytechnisch setzt Arkham City direkt an den Vorgänger an. Der erbitterte Kampf um Joker geht weiter, gefolgt von einem neuen Problem. Hugo Strange verwüstet Arkham City. Was er will, Arkham City unter seine Fittiche nehmen und Batman dank Gewissheit seiner 2 Identitäten erpressen. Batman geht als Bruce Wayne an die Öffentlichkeit und will die Einrichtung in Arkham City schließen lassen. Was ihm jedoch zuerst nicht gelingt und so selbst dort landet. Dort angekommen merkt er gleich, dass nicht nur Hugo Strange allein dahinter steckt und so entbrennt eine Jagd nach so ziemlich jedem berühmten Widersacher Batmans. In Arkham City nimmt man es nicht nur mit Hugo Strange und Joker auf. Unter anderem begegnet man Mr. Freeze, dem Pinguin oder auch mal wieder Harley Quinn. Nebenbei trifft man auch auf Catwoman, welche man selber sogar spielen muss, und erfährt noch weitere Details, die die Story immer weiter zusammenstricken. Das Gameplay von Arkham City hat sich kaum verändert. Man gleitet über die Dächer, kämpft sich von einem Schurken zum anderen, gefolgt von immer wieder auftauchenden Stealth-Passagen. Im Prinzip wurde alles beibehalten und im Detail perfektioniert. Somit ist Batman Arkham City zu einem noch größeren, faszinierenderen Abenteuer geworden. Nebenbei stehen dem Spieler auch Nebenquests zur Verfügung und die allseits bekannten Riddler-Rätsel. Abschließend sollte gesagt werden, dass Rocksteady sich mit Arkham City einfach nur selbst übertroffen hat. Sie haben die kleinen Mängel des Vorgängers bewusst ausgemerzt und die Story perfekt weitererzählt. Nur das Ende fand ich persönlich nicht so ganz befriedigend, was mich aber dennoch auf ein Sequel hoffen lässt. Ein Pflichtkauf für jeden Batman-Fan und für diejenigen, die es noch werden wollen. Danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last warning, a courtesy call. So, von Gotham City fliegen wir jetzt nach Empire City und von Empire City sliden wir über die Stromleitungen nach New Marais. Ja, ganz wichtig, die Fans wissen es bereits, ist die Rede von Infamous 2. Ihr konntet ja bereits das Angezockt-Video sehen, was ihr auch hier euch nochmal anschauen könnt, vom Thomas getestet. Und nun gibt es das Komplettpaket als Review und dafür wünschen wir euch natürlich viel Spaß. Viel Spaß! Und wieder einmal stürzt sich der mal negative oder auch positiv geladene berüchtigte Held wieder ins Getümmel, um uns alle in den Allerwertesten zu retten. In dem 2011 erschienenen PS3-exklusiven Sandbox-Game übernimmt man wieder die Rolle des 2008 erschaffenen Superhelden, welcher mal nach einem tragischen Unglück in der Lage ist, die Elektrizität zu meistern. Sucker Punch sowie Naughty Dog, die berühmt-berüchtigten Macher der Sly oder auch Uncharted-Trilogie, spendieren uns wieder eine packende und gut erzählte Story, eingewickelt in einem Mischmasch von CGI und Graphic Novel Cutscenes. Nachdem Cole McGrath mit ansehen musste, wie Empire City vor seinen Augen von einer Bedrohung, die man The Beast nennt, vernichtet wird, versucht er zusammen mit seinen Freunden Sieg und einer Bundesagentin seine Kräfte zu erneuern und sich für den Kampf mit dem Ungeheuer zu wappnen. Dafür bleiben ihm allerdings 8 Tage Zeit, da das Beast sich durch das ganze Land wütet. Die wackere Truppe flüchtet dem New Orleans nach und empfundenen New Marais, welche wiederum aus einer Handvoll Abschnitten besteht. Im Verlauf der Geschichte prügelt man sich unter anderem mit einem geheimnisvollen Diktator und seiner mächtigen Miliz sowie mysteriösen Kreaturen. Cole Larkhams Stil hat sich vollkommen verändert. Vom reinen Faustkampf hat er nun eine Marke Eigenbau konstruierte Waffe namens The Amp. Mit dem Amp speist Cole seine Doppel-A-Batterien ein, um die Leute mit Wucht und Zunder einen auf die Palme zu geben.
Anstatt sich aus einem reinen Fetisch an einer Hochspannungsanlage zu klammern, wie im allerersten Teil, bezieht sich Cole seine neuen Kräfte mit unter anderem aus sogenannten Blast Cores, welche relevant zur Story selbst sind und gegen die Bestie sehr nützlich sind. Man lernt verschiedene Arten des Blitzeschießens sowie auch den ultimativen, aber auch im Vergleich zum Vorgänger sehr abgeschwächten Donnerschlag. Ein frisches Lüftchen lässt der Held auch mal gelegentlich raus. Das Karma-System feiert seine Rückkehr, indem man während der Hauptmission teilweise entscheidet, wie man eine Mission halt bewältigt und somit die Story stark beeinflusst. Aber auch in den nicht allzu wenig aufkommenden Nebenquests sind eure Entscheidungen gefragt. Alle Entscheidungen füllen den Karma-Balken, der bis Level 3 je nach Karma-Genre steigt. Je nach Gesinnungstyp und auch Karma verändert sich Coles Äußeres. Auch abhängig davon sind Coles neue Fähigkeiten, abgesehen von Farbe und Erscheinung, kann man sich später für Pyro oder auch unter anderem Eiskräfte entscheiden. Für jene, die mit der Anzahl im Spiel vorgegebenen Missionen nicht zufrieden ist, bekommt die Möglichkeit, mit dem UGC Generator, den User Generated Content, eigene Missionen zu machen und auch neuerdings mit Sprechblasen und Cutscenes zu versehen. Was Collectibles angeht, hat man auch wieder Energiescherben aus dem ersten Teil, die auch hier wieder Coles Kräfte stärken, sowie aber auch storyrelevante Audiogeräte zu suchen. Aber leider ist auch Infamous 2 nicht vollkommen perfekt. Natürlich gibt es auch hier wiederum ein paar kleine Patzer wie Glitches oder Tearing. Oder auch die Kletteranimationen wurden nicht komplett überarbeitet, abgesehen von einer Art Elektrostange, an die sich Cole aufs Dach hinauf katapultieren lassen kann. Die deutsche Synchro hat's mal wieder vergeigt, aber zum Glück kann man das Spiel ja wiederum auf Englisch umschalten und damit ist die ganze Sache wieder im Butt. Wer noch ein Safe Game von Teil 1 besitzt, darf sich am Anfang eines neuen Spiels auf diverse Freischaltungen freuen. Am Anfang war ich wegen dem neuen Design von Cole etwas skeptisch, aber das Spiel hat mich wiederum trotzdem überzeugt. Der Grafikstil ist super passend, der Soundtrack verleiht allein schon im XMB-Menü eine Gänsehaut, Spielspaß ist auf jeden Fall für mehrere Stunden garantiert. Und mich hat das Spiel sehr, sehr gut unterhalten und es verdient einen noch unbestimmten Platz unter den Top 3 der besten PS3-Games im Jahre 2011. Pro Sendung 4 Folgen, früher waren es 6, jetzt sind es 4, plus Werbung, plus das jetzt kommende Multiplayer-Special steht jetzt am Start. Und zwar handelt es sich um das vorhin schon präsentierte, vorgestellte, kritisierte, dokumentierte Modern Warfare 3, diesmal der Spec Ops Modus oder der Überlebensmodus, das wird ja gleich diese kleine Überraschung. Und ja, kann man mal vom Spiel davon wegnehmen. Eigentlich. Nee. Ja. Ja. Nein. Okay, kleiner Notfall, wir machen kurz Werbung. Was? Was? Oh,
Liebe Games der Traumfreunde, gerade hat uns eine wichtige Einmeldung erreicht und wir müssen leider feststellen, dass unser Kameramann gerade eben zufälligerweise verstorben ist. Und deswegen möchte ich diese Sekunden unserer neuen Sendung widmen. Dieter, wir haben die Fitness sehr geliebt, du warst ein super Kameramann. Wir hoffen, dass es jetzt irgendwo besser nach oben. Und ja, wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute. Ja. Ja. Nochmal schöne Grüße an seine Frau Gertrud. Ja, Gertrud. Jetzt ganz allein. Sie hat immer so schöne Schnittchen gemacht. Ja. Und dieses Kleid, wo sie kaum reingepasst hat. Oh Gott. Unser neuer Kamera ist auch ganz gut. Ja. Steht wenigstens gerade die ganze Zeit und wackelt nicht. Naja, gut. Naja, die Show must go on. Ja. Und deswegen geht's jetzt weiter mit unserem Multiplayer-Special Monomorph 3 ist Backups-Modus. Viel Spaß. Es ist los! Aua! Pass doch auf! Tut mir leid, Gertrud. Wie gewohnt, zum 9. Mal ist die Sendung fast zu Ende. Multiplayer-Special habt ihr genossen, wie gewohnt, separat auf den YouTube-Channel. Und ja, bezüglich der nächsten Sendung könnt ihr euch was Tolles freuen, denn es kommt mal ausnahmsweise mal alle 10 Folgen in Jubiläumsfolge. Denn wenn wir schon fast 2,5 Jahre auf Sendung sind und noch einen großen, tollen Gruß und Dank an die 119 Abonnenten. Hörter Marke gesprochen. Ja. Sehr schön. Wir freuen uns auf die 200. Ja, mit dem nächsten Video natürlich. Mit dem nächsten Video natürlich. Ja, oder vor dem nächsten Video. So. Ja. Thomas hat es gerade schon angesprochen, Gewinnspiel ist angesagt. Wird in der 10. Sendung dann Thema sein. Ich werde mir ein, was da dann aktuell ist, ein Spiel besorgen und werde dann diesen Key verlosen. Und das Gewinnspiel wird natürlich Games of Thrones bezogen sein. Das heißt, ihr müsst ihr natürlich gucken, um überhaupt daran teilnehmen zu können, beziehungsweise um die Antwort zu wissen. Und der Gewinner darf sich dann über diesen Key freuen, der dann über Steam aktivierbar ist und sich das Spiel dann downloaden. Also, nichts dran. Guckt euch schon mal unsere alten Sendungen an, damit ihr auf dem offenen Stand seid und natürlich nach dem Gewinnspiel wie gewohnt weitergucken, abonnieren, favorisieren, kommentieren, kritisieren. Kritisieren ein bisschen weniger vielleicht, weil kritisieren ein bisschen zurückhalten, aber Kritik war schon okay. Ja, ein bisschen. Ein Piccolo. Ja, Minimeter. Also. Ein Piccolo. Ja. 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 Zehnte Sendung Games wie unter anderem Battlefield 3. Dann haben wir das neue Kings of Amana, Reckoning, ein neues Hack and Slay. Sehr cool, ich freue mich drauf. Angeblich kommt 200 Stunden, angeblich. 2,5 Stunden? 200. Achso. Nicht 2,5, ich wollte schon sagen. Also nicht bei Need for Speed. Hallo? Ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen zocken bevor das Video. Ah, gut, okay. Ich habe jetzt Zeit. Eine 70 Euro teure Demo. Ja. Und natürlich auch noch zwei andere Games, die wir natürlich noch nicht verraten werden, weil ein bisschen Spannung muss sein. Ja. Und ein ab mindestens 16 Jahre spielbarer Multiplayer. Es könnte vielleicht ab 0, ab 12 sein, aber wissen wir noch nicht. Ihr könnt favorisiert, vielleicht importiert, vielleicht favorisiert, kommentiert. Ja, vielleicht. Abonniert. Abonnieren, ja. Ja, hier oben könnt ihr draufklicken, da könnt ihr abonnieren. Haben wir noch nie gemacht, wir müssen jetzt mal ein bisschen Werbung machen, weil, ne? Wir haben ja schon die 100 Tage und dann müssen wir auch die 200, die 300, die 400, 500, 600, 28.768 auch einfach mal drankommen und deswegen nichts mehr ran an den linken Mausklick. Gut. Ja. Und alle, die natürlich unseren verstorbenen Dieter. Ich hab gesagt, du sollst es Beileid geben wollen, die können dann auch in den Kommentaren rein. Gertrud wird sich freuen über Trost und Trauer in den Kommentaren. Wir haben übrigens auch die Adresse von Gertrud, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, besonders wenn ihr männlich seid und 23. Man sollte dazu sagen, Gertrud ist 75, aber hey, ja, eine Erfahrung reicht ja, sag ich nur. Es gibt ja bekanntlich Männer, die auf ältere Frauen stehen. Ja. Bloß nicht zu fest, weil sonst gehen die kaum drauf stehen, verstehst du? So, mit diesem kleinen Witz verabschieden wir uns von euch. Bis zur 10. Sendung. Wir hoffen, ihr habt den Spaß gehabt. Ich auch ein bisschen. Und schönen Gruß an Dieter. Ja, und an euch natürlich. Ja. Viel Spaß beim Kommentieren und Abonnieren und tschüss. Nachfolgende
in Sekunden. Entschuldigung. Mach das einfach alleine. So. Ich mach das einfach alleine. Ich muss dafür aber gerade auf seine dringende Einmeldung. I didn't think that I had a debt to pay till they came to take all I had left away. He said you wouldn't go. Komischer Freak in Kevin. Ja, macht das wohl mit, es wird dunkel und so. So, hier sieht man jetzt ganz schön, wie schnell das iPhone kaputt gehen kann. Das macht so mega viel Spaß. Hammer, das macht so viel Spaß. Gibt nichts Geileres. Wir sind keine Fanboys, aber es macht ja so viel Spaß. Die Rede ist von World of Warfare. Nein. Nein, ich hab gerade angerufen. Red einfach weiter. Wenn ich den Effekt arbeiten wir noch. Halt, einfach weiter. Es ist dunkel draußen. Die Menschheit. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Mann, lass das Ding doch. Eins und los. Wir warten jetzt. Ja, ich mach jetzt. Ja. Okay, 3, 2, 1 und los. Multiplayer Special ist vorbei. Zum 9. Mal. Multiplayer Special ist vorbei. City und sniden über die Scheiße! Stromleitung! So. Scheiße! Brumm, 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 brumm! Hat's wenig gesehen. Ja, Scheiße. Warte, brumm, 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 brumm. Eine dringende Einmeldung hat uns gerade erreicht und deswegen widmen wir nun diesen Block nach dem Werbeblock. Ich kann sowas nicht, ich bin völlig am Recht, ich kann keine Trauer nehmen.